Meschugge mit Marx. Karl Marx, der Vordenker und Anwalt der Proletarier, hatte selbst freundlich gesagt, zwei linke Hände. Eine Fabrik hat er wohl noch nie von innen gesehen. Seine Werkzeuge waren Bleistift und scharfer Verstand, mit denen er die Arbeitsverhältnisse Ende des 19. Jahrhunderts sezierte. Marx interessierte brennend, wie durch den Einsatz von Kapital am Ende mehr Kapital entsteht. Den Schlüssel sah er in der Arbeitskraft der Lohnarbeiter. Arbeit ist für Marx eine ganz gewöhnliche Ware, für die der Kapitalist den Arbeiter entlohnt. Doch der Wert, den der Kapitalist aus der Arbeit schöpft, ist im Normalfall höher. Nehmen wir mal an, ein Arbeitstag dauert zu Marx-Zeiten mindestens 10 Stunden. 10 Stunden, in denen der Kapitalist Rohstoffe und Maschinen zur Verfügung stellt und der Arbeiter seine Muskelkraft. Wörtlich genommen ist somit eigentlich er der Arbeitgeber und der Kapitalist, der sie in Anspruch nimmt, der Arbeitnehmer. Aber das führt jetzt hier zu weit. Von den 10 Stunden braucht der Arbeiter vielleicht 4 Stunden, um die Kosten für den Erhalt seiner Arbeitskraft zu erwirtschaften, seinen Lohn. Es bleiben also weiter 6 Stunden, in denen er vollständig für die Kasse des Kapitalisten arbeitet. Oder mit Marx' Worten, Mehrwert schafft, den der Kapitalist natürlich am liebsten immer weiter ausdehnen will. Plan A hierfür wäre, die Arbeitszeit einfach zu verlängern. Aber das war selbst im England des 19. Jahrhunderts nicht mehr so einfach möglich. Also skizzierte Marx Plan B. Der Kapitalist wird versuchen, die Arbeit effizienter zu machen. Dann erwirtschaftet der Arbeiter seinen Lohn in kürzerer Zeit. Und der Teil des Arbeitstages, der dem Kapitalisten Gewinn bringt, wird länger. Ist am Ende etwa die Profitgier der Kapitalisten die eigentliche Triebfeder für technischen Fortschritt? Um für sich selbst ein bisschen mehr Wert rauszuholen, hat übrigens auch Marx tief in die Trickkiste gegriffen. Als das Kapital 1867 auf den Markt kam, hat er unter verschiedenen Pseudonymen kurzerhand selbst die Kritiken zu seinem Mammutwerk geschrieben, um die Auflage zu steigern.